Das Meizu E3, eine Alternative zum Xiaomi Redmi Note 5. Ich habe das Meizu E3 mehr als eine Woche als Alltagssmartphone genutzt, um dieser Frage nachzugehen und zeige euch in diesem Testbericht alles, was ihr zum Meizu E3 wissen müsst. Ich bin Christopher für CMM, viel Spaß beim Zusehen. Das Meizu E3 wurde für den Test von CECT Shop zur Verfügung gestellt. Den Link zum Shop findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das Meizu E3 ist in zwei Versionen mit 64 GB oder 128 GB Speicher verfügbar, jeweils in den Farben Schwarz, Gold und Blau. Zum Testen lag mir die 64 GB Version in Gold vor. Vom Design her macht das Meizu E3 ordentlich was her und wirkt wie ein Premium-Smartphone. Es besteht komplett aus Metall und ist sehr hochwertig verarbeitet. Mit 7,6 mm ist das Gehäuse sehr schlank und liegt mit einem Gewicht von 160 Gramm sehr gut in der Hand. Eine optische Auffälligkeit ist seitlich eine Vertiefung, in der ein Fingerabdrucksensor eingebettet ist, welcher sich sehr gut erreichen lässt. Das Kameramodul auf der Rückseite steht ein wenig aus dem Gehäuse heraus, sorgt aber nur für ein leichtes Wackeln, wenn das Smartphone auf dem Tisch liegt. Fürs Display setzt Meizu auf ein 5,99 Zoll LTPS Incel LCD Display im 18:9 Format mit einer Auflösung von 2160x1080 Pixeln, welches einen Großteil der Front bedeckt und somit für relativ schlanke Abmessungen von 156,8x75,5 mm sorgt. Das Display bietet eine scharfe Darstellung und stabile Blickwinkel, einzelne Pixel sind im Alltagsgebrauch nicht zu sehen. Die Farbwiedergabe ist sehr natürlich und sorgt so für eine realistische Darstellung von Inhalten. Die Farbtemperatur ist ab Werk neutral eingestellt und kann angepasst werden. Eine Schwäche zeigt das Meizu E3 bei der Displayhelligkeit. Bei direkter Sonneneinstrahlung hatte ich immer wieder mal Schwierigkeiten, die Inhalte zu erkennen. Der Touchscreen erkennt 10 Berührungspunkte und arbeitet präzise ohne spürbare Eingabeverzögerung. Das Displayglas ist gehärtet und zerkratzt dadurch nicht zu schnell. Eine Beschichtung, die Fingerabdrücke in Schach hält, ist auch vorhanden. In Sachen Performance muss sich das Meizu E3 mit einem Snapdragon 636 nicht verstecken. Der Snapdragon 636 ist wie der Snapdragon 660 ausgestattet, jedoch mit etwas niedrigerem CPU- und GPU-Takt. Einen wirklichen Unterschied merkt man im Alltag fast nie. Hier und da können Ladezeiten minimal länger ausfallen oder mal ein kleiner Ruckler mehr auftreten, doch unterm Strich merkt man das wirklich nur bei einem Direktvergleich der beiden Chips. Unterm Strich läuft das Meizu E3 wunderbar schnell und flüssig. Aktuelle Spiele sind auch kein Problem und werden auf höchsten Grafikeinstellungen flüssig wiedergegeben. Das Meizu E3 ist also mal wieder ein Beispiel dafür, dass es nicht immer ein High-End-Chip sein muss. Für das Offenhalten zahlreicher Apps im Hintergrund ist das Meizu E3 mit 6 GB LPDDR4X RAM gut gewappnet. Der RAM ist mit 7,3 GB pro Sekunde Durchsatz nicht ganz so schnell wie bei High-End-Geräten, was sich aber ebenfalls nur im Direktvergleich bemerkbar macht. Der interne Speicher basiert auf eMMC-Technik und liefert ordentliche Datenraten beim Lesen und Schreiben. Erweitert werden kann der Speicher bei Verzicht auf Dual-SIM per MicroSD-Karte. Hier wird allerdings keine Installation von Apps unterstützt. MicroSD-Karten können nur für persönliche Daten genutzt werden. Bei den Sensoren bietet das Meizu E3 eine Vollausstattung inklusive Schrittzähler, Gyroskop und Kompass. Beim Kompass haben sich im Test leider Schwächen gezeigt. Dieser zeigt gerne mal in die falsche Richtung, woran eine Kalibrierung nur kurzzeitig etwas ändert. Der Fingerabdrucksensor arbeitet für einen seitlichen Sensor überraschend zuverlässig, ist jedoch nicht der schnellste. Zum Entsperren braucht das Gerät eine knappe Sekunde, was für Meizu-Verhältnisse recht viel ist. Eine Status-LED bietet das Meizu E3 auf seiner Front über dem Display, diese leuchtet aber nur in weiß auf. Unten befindet sich noch ein USB-Typ-C 2.0-Anschluss mit OTG-Unterstützung. Als Betriebssystem läuft die Meizu-eigene Flyme 6 Custom ROM auf Android 7.1.1 Basis im Test mit Sicherheitspatch vom Februar. Eine Flyme 7 Beta mit Android Oreo ist bereits verfügbar. Flyme ist eine sehr übersichtlich wirkende Android-Firmware mit hübscher Oberfläche, welche aber dennoch viele Einstellungsmöglichkeiten bietet. Vom normalen Android unterscheidet sich Flyme vor allem durch die Art der Bedienung mit dem M-Touch-Button und Wischgesten. Der M-Touch-Button ist neuerdings keine Hardware-Taste mehr, sondern eine virtuelle. An der Funktion ändert sich dadurch allerdings nichts. Leichtes Berühren wechselt eine Ebene zurück und festes Drücken öffnet den Homescreen. Beim festen Drücken wird durch den Vibrator eine echte Taste simuliert.
Drückt man den M-Touch-Button zweimal hintereinander fest, öffnet sich eine vorkonfigurierte App. Standardmäßig ist das die Kamera. Zum Wechseln zwischen Apps wischt man vom unteren Bildschirmrand nach oben. Die geöffneten Apps erscheinen dann als Karten. Geschlossen werden Apps, indem die jeweilige Karte nach oben hin weggewischt wird. Und zieht man eine Karte nach unten, kann man die App im RAM sperren oder in den Splitscreen-Modus wechseln. Wechselt man in den Splitscreen-Modus, öffnet sich anders als bei normalem Android ein kleiner App-Drawer, aus dem man eine zusätzliche App starten kann, auch wenn diese noch gar nicht geöffnet ist. Ein Manko beim Meizu E3 ist, dass das Gerät nur in China verfügbar ist und somit keine Global ROM existiert. Das Meizu E3 unterstützt nur Englisch und Mandarin als Systemsprache. Wer seine Apps auf Deutsch nutzen möchte, kann dies mit der App More Local 2 tun. Zudem muss der Google Play Store manuell nachinstalliert werden, was aber relativ einfach ist. Ein Tutorial dazu findet ihr auf chinamobilemac.de. Weiter geht's zum Empfang. Der Mobilfunkempfang siedelt sich im oberen Mittelfeld an, ist also keinesfalls schlecht, aber auch nicht überragend gut. Eine große Schwäche, Band 20 LTE fehlt. Wer einen LTE-Vertrag hat und öfters ländlich unterwegs ist, sollte sich den Kauf also gut überlegen. Die WLAN-Verbindung erfolgt per Dualband ABGN-AC und erreicht neben dem Router den zu erwartenden Durchsatz. Ein Stockwerk darunter bricht die Bandbreite jedoch sehr deutlich ein, Abbrüche gibt es aber nicht. Bluetooth wird in Version 5 unterstützt und deckt problemlos mehrere Räume bzw. bei mir im Test ein ganzes Stockwerk ab. Das GPS bietet schnelle Fixzeiten und einen guten Empfang. GPS-Tracking ist sehr genau und ohne Aussetzer möglich, auch in der Hosentasche. Was leider überhaupt nicht funktioniert hat, ist die Navigation. Hier blieb innerstädtisch ständig die Position hängen oder wich vom tatsächlichen Standort ab. Zum Navigieren war das Meizu E3 im Test also nicht zu gebrauchen. Dies scheint jedoch nur ein Software-Bug zu sein, da es beim Tracking ja keine Probleme gibt. Der Medienlautsprecher vom Meizu E3 enttäuscht und bleibt deutlich hinter der Konkurrenz zurück. Richtig schlecht klingt er zwar nicht, dem Klang mangelt es aber einfach an Bass und Höhen kommen auf hoher Lautstärke zu stark rüber. Ein 3,5 mm Anschluss ist löblicherweise noch vorhanden und überrascht mit einem extrem kräftigen Output, welcher für billige Kopfhörer durchaus zu viel sein kann. Mit guten Kopfhörern erhält man einen richtig guten, satten und klaren Klang. Die Telefoniequalität ist beim Meizu E3 gut, jedoch zeigen sich Schwächen beim Noise Cancelling. Bei starkem Wind oder anderen lauten Umgebungsgeräuschen gab es teils Probleme bei der Verständigung. Die Kamera beeindruckt auf dem Papier für ein Mittelklasse-Smartphone. Das Meizu E3 bietet eine duale Hauptkamera, besteht aus einem 12-Megapixel Sony IMX362 Hauptsensor mit f1.9 Blende und einem 20-Megapixel Sony IMX350 Sekundärsensor mit f2.6 Blende und 1,8-fach optischen Zoom. Insgesamt soll bis zu 2,5-fach verlustfreier Zoom möglich sein. In der Frontkamera steckt ein nicht näher spezifizierter 8-Megapixel-Sensor mit f2.0 Blende. Im Alltag hat sich die Kamera bei normalen Tagesaufnahmen in allen Situationen als brauchbar erwiesen, zeigt aber hier und da Schwächen. Details wirken oft etwas matschig, was sich aber interessanterweise legt, wenn man zoomt und somit auf den 20-Megapixel-Sensor umschaltet. Dieser scheint irgendwie besser optimiert zu sein. Farblich sehen die Aufnahmen gut aus und überzeugen mit einer ordentlichen Dynamik. Die Auslösezeit ist kurz. Weniger gut sind die Ergebnisse im HDR-Modus. Hier zeigt sich gerne ein milchiger Schleier im Bild und bei Situationen mit schwierigem Licht sind die Aufnahmen auch öfter mal verwackelt, was wohl an der deutlich längeren Auslösezeit im HDR-Modus liegt. Der Bokeh-Modus vom Meizu E3 arbeitet recht zuverlässig und kommt auch mit komplexeren Motiven gut klar. Die Optik des Bokeh-Effekts lässt aber zu wünschen übrig. Im Grunde wirkt der Effekt wie ein einfacher Weichzeichner und nicht wie ein realistischer Bokeh-Effekt. Gern gesehene Details wie Lichtkreise bzw. Circles of Confusion sieht man nie. Vergleicht man die Bokeh-Shots vom Meizu E3 mit einem anderen Smartphone, wird das sehr deutlich. Hier mal ein Vergleich zwischen dem Meizu E3 und dem AGMX2.
Stärken zeigt das Meizu E3 bei Nacht. Für ein Mittelklasse-Smartphone fängt die Kamera überraschend viel Licht ein. Nachtaufnahmen fehlt es zwar etwas an Detailreichtum und es zeigt sich auch ein leichtes Bildrauschen, doch unterm Strich sind die Resultate für die Mittelklasse sehr brauchbar. Darüber hinaus gibt es einen manuellen Modus, welcher Langzeitbelichtung mit bis zu 20 Sekunden unterstützt. Mit einem Stativ lassen sich so ordentliche Aufnahmen bei Nacht erzeugen, vorausgesetzt es sind noch ein paar Lichtquellen vorhanden. Der Blitz erzeugt bei kurzem Abstand gute Resultate, bei größerem Abstand mangelt es ihm jedoch an Helligkeit und die Bilder taugen nichts mehr. Die Frontkamera erzeugt bei Tageslicht akzeptable, aber nicht perfekte Selfies, braucht aber genügend Licht. Die Qualität nimmt bei zu wenig Licht rapide ab. Zum Filmen ist das Meizu E3 gänzlich unbrauchbar. Zwar überzeugen die 4K-Aufnahmen der Hauptkamera und die Full-HD-Aufnahmen der Frontkamera qualitativ, doch der Ton geht absolut gar nicht. Die Aufnahmen klingen, als wären sie unter Wasser aufgezeichnet worden. This is a quick sample recorded on the Meizu E3 with its front camera. Beim Akku spendiert Meizu dem E3 3300 mAh Kapazität, was einen problemlos durch den Tag bringt. Bei gemäßigter Nutzung sind auch 2 Tage Laufzeit locker möglich. Auffällig ist jedoch der relativ hohe Verbrauch im Standby. Aufgeladen wird mit Cold M Charge und 20 Watt. Eine Ladung von 20% auf 70% dauert knapp 30 Minuten, von 20% auf 100% vergehen 1,5 Stunden. Das Smartphone erwärmt sich dabei nur leicht. Fazit: Für einen Preis ab ca. 270 Euro leistet sich das Meizu E3 derzeit zu viele Schwächen. Die Kameraresultate sind nicht konsistent genug, Probleme mit dem Kompass und der Navigation sind in der Preisklasse ein No-Go und die Probleme mit dem Noise Cancelling beim Telefonieren und Filmen enttäuschen ebenfalls. In diesem Zustand lässt sich der Preis einfach nicht rechtfertigen, zumal auch Band 20 LTE fehlt. Solange Meizu zumindest die Bugs nicht beseitigt, kann man das Smartphone deshalb auch keinesfalls empfehlen. Das Xiaomi Redmi Note 5 oder das Mi 6 X bleiben also vorerst ohne Konkurrenz. Und damit sind wir am Ende des Tests angekommen. Den Shop-Link und weitere Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Ich war Christopher für CMM, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.